Schlau mal. Hallo, ich bin's, Raute. Heute wieder im Rammstein-Modus. Ja, die haben mir den Gefallen getan, kaum dass ich mit über sie einen Beitrag gemacht habe, waren sie so aktiviert, waren die so motiviert, dass sie ja gleich wieder ein neues Stück rausgebracht haben. Radio. Das haben sie nicht einfach nur so rausgebracht, sondern natürlich gab es wieder große Action. Wir haben hier in Berlin um 20.55 Uhr das hier an einer Hauswand, das Video an einer Hauswand geworfen, ohne Ton. Und wer das Lied hören wollte, der konnte dann hier an diese Straßenecke kommen mit seinem Radio. Und um 20.55 Uhr hat dann der Berliner Sender Radio 1 das Stück gespielt. So konnten alle mit ihrem Radio das hören und da vorne an der Hauswand konnten sie das Video sehen. Und jetzt kommt's. Ich wohne direkt um die Ecke. Wenn ich im Bett gelegen hätte, hätte ich das alles zuhören können. Jede einzelne Stimme hätte ich hören können. Und ich war im fucking Westfalen. Ich war an dem Tag einfach nicht da. Und nicht nur das, man konnte vom Soho-Haus auf der anderen Straßenseite direkt das ganze Geschehen beobachten, zusammen mit den Bandmitgliedern, die alle da waren. Und ich bin Mitglied im Soho-Haus. Das heißt, ich hätte wirklich dazwischen stehen können und zugucken können. Und wo war ich? In fucking Everswinkel. Also in diesem Geist hören wir uns jetzt mal Radio an. Also erstmal haben wir sofort Assoziation Kraftwerk. Und jetzt haben wir natürlich Assoziation Rammstein. Ja, natürlich. Das ist einfach eine Musik, da braucht man Soldaten, Polizisten, da braucht man Marschschritte drauf. Entweder mit Pferden oder man muss einfach mit marschierenden Stiefeln damit arbeiten. Gut gemacht. Ah ja, wunderbar. Ja, alles so ein bisschen in die 30er, 40er gelegt. Der Sänger Till Lindemann sieht aus wie Klaus Nomi. Wir durften nicht dazu gehören. Alles so ein bisschen gewandet wie in den 30er, 40ern. Ja. Doch jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Ja, alle, die das jetzt schon gesehen haben, ihr werdet das natürlich alle schon gesehen haben und das Lied werdet ihr alle kennen, werden wissen, dass es sich um die, grundsätzlich um totalitäre Regime handelt. Aber in dem Fall reden die sechs Jungs, die aus der DDR, in der DDR geboren worden sind, natürlich über die Zeit, als, vor allem westliche Propaganda verboten war und also das, wo man eben heimlich Musik hören musste und. Was mir aber aufgefallen ist, jede Nacht für ein, zwei Stunden bin ich dieser Welt entschwunden. Das war bei uns im Westen nicht anders. Die jugendliche Musik, die lief auch nachts um 10, glaube ich. Die haben wir auch unter der Bettdecke gehört, weil es uns riesen Ärger gab. Musik war immer schon ein Mittel zu fliehen, Flügel zu bekommen für junge Menschen. Und auch ein Mittel der älteren Generation oder der, die die Macht haben, wie auch immer, ob es jetzt die Eltern sind oder die Regierung, zu unterdrücken, zu manipulieren. Genau, also deswegen, ja, ich höre hier natürlich raus, es geht um die Bedingungen in der DDR, aber ich fühle mich trotzdem als Westlerin total angesprochen, weil genau das haben wir auch erlebt, nur eben nicht von einem Regime unterdrückt, sondern naja. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Genauso war das bei uns auch. Ja, sehr schön. Ich lasse mich in den Äther saugen, meine Ohren werden Augen. Und dabei sehen wir eine Frau, die mit einem Radio onaniert, Menschen, die zu Radiomusik die unglaublichsten Dinge tun. Für die ich jetzt echt zu gut erzogen bin, um sie zu sagen. Ja, das ist eine Hommage ans Radio. Das ist eine Hommage an die Musik. Und was mir wieder gut gefällt, es ist Rammstein-Marschmusik drunter. Also wirklich eine Soundwall aufgebaut. Der Keyboarder Flake spielt tatsächlich an seinem Casio, in dem er als Feeling B Keyboarder damals in den Sanddünen von Hiddensee gespielt hat. Also wirklich schöne alte Reminiszenzen für Rammstein-Fans, für Menschen, die sich ein bisschen auskennen, aber auch eben für Menschen, die so in den 50er, 60er angefangen haben, sich für Radio, für Musik zu interessieren. Und das war ja die Zeit, wo wir anfingen, die sich so in uns reinzugraben, in die Menschen reinzugraben. Also da kam der Jazz, da kam all diese verbotene Musik, die ja im Westen genauso viel Kampf bedeutete wie im Osten, nur eben anders.
Sehr schön. Also, ich muss jetzt meine Lieblingsszene erwähnen. So höre ich, was ich nicht sehe, stille, heimlich, fernes Weh. Erstens mal war es bei uns wirklich ganz genauso, nur was bei uns eben dann Deep Purple und Uriah Heep und Genesis, die verboten waren. Und hier, stille, heimlich, fernes Weh, da hat dann der Regisseur das sehr schön umgesetzt, als indem eine Frau tatsächlich ihren Busen entblößt und das Radio stillt. Stille, heimlich, fernes Weh. Also diese Idee, ich finde die so klasse, da drauf zu kommen. Kaum sieht man es, denkt man, ja, was für eine grandiose Analogie. Aber da muss man erstmal drauf kommen. Übrigens ist es auch ein richtig schöner Busen. Jenes Liebgut war verboten. Jedes Liebgut war verboten. Wer nicht gut hinhört, wird denken, jedes Liedgut war verboten. Das stimmt ja nicht, sondern es war nur das Liebgut verboten, das man besonders geliebt hat, nämlich das einen weggetragen hat, entweder aus einer düsteren Kindheit oder eben aus einem düsteren Regime. Ich hatte ja bei dem letzten Video schon gesagt, dass ich finde, dass es einer unserer besten zeitgenössischen Lyriker ist, Till Lindemann. Und wenn ich mir das hier so anhöre, denke ich, ja, das ist jetzt keine Königskunst, was er hier bringt, aber wunderschöne kleine Wendungen, wo man auch dreimal hinhören muss. Ich bin sicher, 95% der Zuhörer haben immer gehört, jedes Liedgut war verboten. Und das Liebgut finde ich noch eine ganz schöne Idee nochmal. Jetzt kommt hier also der Polizist und nimmt der armen Mutter ihr Radio weg. Großer Kummer, alles in Schwarz-Weiß übrigens. Passt natürlich wieder zu der Verkleidung und zu der Maskerade. So aus der... Die Schminke ist so aus der Kabarett, genau, aus der Kabarettzeit in 20er Jahren in Berlin. Und Till ist mit diesem Herzchenmund, sieht tatsächlich aus wie Klaus Nomi. Guckt euch das mal an, Nomis Lied, Nomis Song ist eine der berühmtesten Lieder von ihm gewesen. Ein Countertenor, also ein Countertenor klingt wie ein Sopran, ist aber ein Mann, es ist sehr irritierend. Gegenteil von dem, was Till Lindemann ja repräsentiert als testosteronschwangeres Muskelpaket und kann nur über Sex denken. Wirklich gut gemacht, wenn man so ein bisschen mitdenkt. Guckt euch das einfach mal an. So gefährlich fremde Noten. So gefährlich fremde Noten. Wie wahr ist das? Doch jede Nacht ein wenig froh. Mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Jede Nacht ein bisschen froh. Mein Ohr ganz nah am Weltempfänger. Wenn man das zum ersten Mal hört und man versucht ja intuitiv, ob man will oder nicht, immer mitzusingen. Jede Nacht ein bisschen froh, mein Ohr ganz nah am Radio, will man sagen. Ist ja klar, das reimt sich. Und dann kommt dieses irritierende Weltempfänger. Ja, sind ja auch drei Silben viel zu viel. Sind ja auch drei Silben zu viel, um den Reim sauber zu machen. Aber das ist ja kein Zufall. Der hat ja es nicht versehentlich vergessen, Radio zu sagen, weil es sich so schön gereimt hätte. Sondern worum es geht, ist der Weltempfänger. Also es geht darum, dass sie in der DDR da die Welt empfangen konnten. Was ansonsten eben verboten war oder nicht möglich war. Ich lass mich in den Nähten saugen, meine Ohren. Auch eine sehr schöne Sequenz in einem Friseursalon. Zwei Friseurinnen hören Radio, man sieht schon ihren Augen an, es nimmt sie mit, es macht sie, bewegt sie und dann auf einmal steigt die eine Friseurin bei dem Kunden auf den Stuhl, schneidet dem das Ohr ab. Wenn du mich nicht hörst, mein Freund, dann sorge ich dafür und ich rede so in dein Ohr, dass du uns nicht mehr überhören kannst. Mir gut gefallen, also nette kleine Ideen, die wirklich Spaß machen. Und es sind die Radios meiner Kindheit. Das rührt mich natürlich auch an. Ja, mir als Emanze macht mir natürlich besonders Freude diese Sequenz, diese Hausfrau mit dieser schönen Gewandung, die man in den 50er Jahren hatte, so wie Frauen damals mit den Kittelschürzen und diesen, naja, waren ja nicht Kopftücher, sondern Kopfbänder, den Haushalt so macht und dann immer Radio hört. Man merkt quasi schon, wie sie bei der Arbeit wächst. Und dann kommt der Mann nach Hause und fordert sein Essen und dann kriegt er mal erstmal den Arsch voll. Also dass diese Musik, die sie ja gehört hat und ihre Tochter auch, schön, dass sie auch eine Tochter genommen haben, gucken sich diesen Mann an und denken, hör mal, du Würstchen, wir sind gerade, ne, die Musik hat uns gerade wachsen lassen, ab jetzt machst du dir dein Essen selber. Hat mir gut gefallen. Jetzt wieder Kraftwerk. Macht mir ganz große Freude, ganz große Freude. Jetzt kommen die ganzen Frauenproteste. Nackte Frauen mit unser UKW gehört mir, so wie wir in den
70er, 80er Jahren auf der Straße waren und hier draufstehen hatten, mein BH, mein Busen gehört mir und die BHs verbrannt haben. Und genau das ist also hier einfach aufgenommen worden. Es ist wirklich, ne, mein Radio gehört mir, Musik für alle, UKW für alle und zwar mit genau den gleichen Attributen, wie wir damals auf der Straße waren, als es um Frauen ging. Also sie haben wirklich alles genommen, wo Menschen unterdrückt oder eingeschränkt werden und haben uns hier gezeigt, es soll darum gehen, dass Radio, also dass Musik, befreit. Mehr Sendefreiheit. Jede Nacht und wieder flieg ich einfach fort mit der Musik. Schöner kleiner Reim. Kennt jeder von uns, ganz egal, wo er groß geworden ist. In Situationen oder in Lebenszeiten, die entweder schwer sind oder eingeengt oder wie auch immer, was uns immer, immer wieder den Weg nach draußen führt, aus Krankheiten, aus allem, ist die Musik. Ich erinnere mich an so schwere Zeiten. Ich habe schon so viele Jahrzehnte gelebt, natürlich hatte ich schwere Zeiten, wo es nichts gab, was geholfen hat, was immer geholfen hat und sei es nur für einen Moment, dann war es die Musik. Gefällt mir gut, es betrifft quasi alle. So, und jetzt sehen wir hier, wie ganze Mannschaften von Polizisten in martialischer Uniform das Sendegebäude sprengen. Stürmen. Ja, jetzt warten wir alle, Spannung kommt auf. Ah, wir haben Sorge, werden sie Rammstein verletzen, werden sie überwältigen? Natürlich können die mit Rammstein überwältigen, deswegen warten wir mal, wie sie es verhindern wollen. Ja, sie bleiben cool. Also ist es wieder mit diesem Kraftwerk-Hintergrund, so Spannung aufbauen. Und jetzt, da stellt sich raus, es ist nicht möglich. Es ist keinen Soldaten und keinen Polizisten und niemandem möglich, den Geist der Musik zu stören, zu zerstören, zu vernichten, anzugreifen. Also diese Soldaten, weiß nicht, sagen wir mal 100 Mann waren es, in martialischer Uniform, stürmen das Sendegelände, stürmen auf die 6 Musiker zu und gehen einfach so durch sie durch. Weil es ist einfach nicht möglich, den Geist der Musik zu beherrschen, zu verletzen. Das ist so quasi das Ende und das Resümee. Nicht ganz, weil diese verwirrten Soldaten mit ihren Schlagstöcken und ihren Gewehren rutschen also immer wieder durch diese Musiker durch und sind durch diesen Geist der Musik verwandelt und tanzen. Sind dann also tatsächlich, stellt sich dann raus, sind Balletttänzer, oh, wirklich schön, sehr schöne Moves, sehr schöne Tanzbewegungen. Bin ich schon dafür, könnte ich das immer und immer wieder anschauen, schön gemacht. Obwohl ich mich frage, wie sie mit diesen Gasmasken, ich hoffe, sie mussten nicht zu oft proben. Wie haben sie da Luft gekriegt? Aber davon ab. Und das endet dann daran, dass wie alle Rammstein-Videos enden, ich gerade, ob es eine Ausnahme gibt. Haifisch, natürlich. Haifisch ist natürlich eine Ausnahme. Dass die 6 Musiker, ach und Rosenrot natürlich auch, dass die 6 Musiker zusammen eben aus diesem Sendegebäude rausgehen, quasi, ne, so. Sie gehen aus diesem Video, aus dieser Atmosphäre raus. Und dann kommt ein weiblicher Fan, so in 50er-Jahre-Kleidung, auf sie zu und will sie umarmen. Und gehen sie durch sie durch, weil auch sie können einfach den Geist der Musik nicht fassen. Sie können sie nicht halten. Können sie auch nicht bedrängen und nicht umarmen, weil die gehört jedem und allen. Und die bleibt frei. Das ist so das Resümee von Radio. Ästhetisch sehr, sehr schön gemacht. Also ein richtig schönes, ästhetisch schönes Video. Sehr schöne Reminiszenzen an alle möglichen geschichtlichen, ja, an vergangene Zeiten, also auch einfach vor allem diese Zeiten, auch in denen ich groß geworden bin. Ich habe das Gefühl, als würden sie, hätten sie das Video für mich gemacht. Also die Radios sehen so aus wie zu der Zeit, als ich ein Kind war. Die Geschichte, die er erzählt, ist so, wie ich eben, mir wurde es ja auch nicht erlaubt, nachts Radio zu hören. Aber die Sendung kam nur nachts, weil die Jugendlichen ja damals noch keine Zielgruppe waren. Und da mussten wir nachts unter der Bettdecke dann immer versuchen, was aufzunehmen. Und aber es hat uns eben getragen, es hat uns stark gemacht und es hat uns immer wieder rausgetragen, eben aus
und schönen Situation. Also sehr, wirklich sehr schön gemacht. Textlich gut. Ich finde es witzig, dass es ein Gassenhauer ist. Radio. Kann jedes Kind. Ich habe jetzt im letzten paar Mal, also wirklich ein paar Mal gesehen, dass irgendwelche glücklichen Eltern schreiben, ich muss meine Tochter jetzt im Supermarkt nicht mehr suchen, weil ich höre sie die ganze Zeit Radio singen. Meine Tochter ist 4 und singt den ganzen Tag Radio. Mein Sohn ist 5 und singt den ganzen Tag Radio. Das tun die natürlich nicht, weil sie Rammstein-Fans sind, sondern weil diese Melodie so wahnsinnig einfach ist. Ist ja in Ordnung. Wir haben genug zu denken bei diesem Video, genug zu denken bei diesem Text. Dann können wir uns an der Melodie erfreuen und mitsingen. So, und ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ja, dann Daumen hoch. Unten ist so eine Glocke, wenn ihr immer informiert werden wollt über ein neues Video, dann drückt ihr drauf. Wenn ihr jetzt Fragen oder Kommentare habt oder das ganz doof findet oder ganz schön, was ich erzähle oder findet, ihr habt noch was Wichtiges vergessen, schreibt es gerne in die Kommentare, ich antworte gerne drauf. Und unten in der Beschreibung ist ein Link, wenn ihr den anklickt, dann findet ihr meinen Shop zum Beispiel, falls ihr euch für die Dinge interessiert, die ich produzieren lasse oder meinen Blog oder alle möglichen Dinge. So, und jetzt sage ich erstmal Radio.